Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 4, wo wir die Gen 1 Sins erledigen sollen. Hier oben im Morden Center, das werden wir jetzt als nächstes machen. Und da reisen wir auch hin, denn wir müssen den Weg frei machen, damit die anderen Sins entkommen können, die wir mühevoll gerettet haben in den vorigen Missionen. Und jetzt werden wir den Weg räumen. Mal sehen, ob es so einfach sein wird oder nicht. Das erfahren wir frühestens bei der Ankunft. Bin gespannt. Bewegung entdeckt. Seltsam. Das Glory. Moment. Wurde derselbe verdammte Auftrag zugewiesen? Bei all unserem Bereichseinteilungsbullshit musste so ein Mist ja mal passieren. Du hast den Auftrag von der Good Neighbor Dienststelle bekommen. Ich vom Unterschlupf Griswold. Wie kann das passieren? Wie kann sowas überhaupt passieren? Tja, Griswold hat Probleme und schickt dem Hauptquartier eine rätselhafte Botschaft. Brauchen Hilfe. Aber auch Frau Doktor hat Probleme und schickt ihre eigene verdammte Botschaft. Und dann fängt die Komödie an. Naja, das ist der Preis. Das ist der Preis, den wir für unsere Sicherheit bezahlen. Sag mir bloß nicht, dass du den Mist glaubst. Meine Güte. Also, da wir ja beide hier sind, könnten wir doch auch gemeinsam die Erde zum Beben bringen, oder nicht? Dann kann ich mir mal ansehen, was du und Deacon so treibt im Feld. Normalerweise Wellness und Häkeln, aber hey, für ein wenig Gemetzel bin ich immer zu haben. Zeigen wir es ihnen. Zeigen wir es ihnen, Glory. Geh du ruhig vor. Zeigen wir es ihnen, Glory. Deacon hat das gefallen. Geht ruhig vor. Na gut, wir machen es. Wir hätten sowieso gemacht, so oder so, wenn sie nicht dabei wäre. Ich finde es aber cool. Dann laufen wir halt ein Dreiergespann hier rum. Ein bisschen Railroad-Teamarbeit, auch wenn wir sie wahrscheinlich am Ende bekämpfen müssen, die Railroad. Schade eigentlich. Wie gesagt, die Idee finde ich nicht so gut, aber die Leute mag ich dennoch. Ach, wir sind nicht alleine. Wie sagst du das? Das haben wir eigentlich auch schon mal alles geplündert. Ich plündere auch nur die Sims. Besser ist das. Da unten geht's ordentlich zur Sache. Warte, ich muss mal eben nachladen. Moment, Spielstopp. Ich stelle keine Waffen. So. Dann plündern wir das mal eben hier alles. Dass wir es ja zumindest brauchen oder gebrauchen könnten. Das und der Werte her. Und da müssen wir da durch. Da unten liegt er. Da. Nicht das eigene Gewissen quälen, So. sondern die Wahrheit erzählen. Wenn Sie verdächtige Aktivitäten Hier sollte man sich sind. echt nicht anlegen. Nö, sollte man noch nicht. Tja, man sieht das mal. Ich glaube, wir werden beobachtet. Müssen wir jetzt hier durch? Kann sein, ich habe gar keine Ahnung. Fahren wir einfach mal mit dem Aufzug. Ich habe mich getäuscht. Keinen Feind entdeckt. Die mit ihren fetten Schnetze die da ihren Weg frei. Schon wieder zu viel gelootet hier. Das hatten wir schon mal geräumt, aber die Geräusche sind immer noch da. Ich wollte eigentlich nachladen, so. Fusionszellen. Der übliche Kram, wie gesagt, das haben wir alle schon mal gemacht. Deswegen bin ich ja hier so ungenau. Oh. Was ist denn hier los?
Hier gab es eine Schlacht. Mir gefällt es im Untergrund eigentlich recht gut, aber Morden ist verflucht. Okay. Noch ein kaputter Synth. Und ein toter Raider-Plünderer. Naja, haben sich gegenseitig kalt gemacht. Kann mir egal sein. Umso besser, erspart uns die Arbeit. Jetzt können wir hier nochmal ein bisschen mitlooten. Umso schöner für uns. Auch nochmal ein toter Raider. So. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Wir sollen hier alle töten. Dafür müssen wir hier lang. Und nach links. Hier geht's aber nicht rein. Dann irgendwo oben. Hier lang vielleicht. Hier geht's wieder hoch. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier richtig sind oder nicht. Irgendwo sind auf jeden Fall noch zwei Sins und die müssen wir auch noch beseitigen. 950 Schuss haben wir noch. Jetzt laufen wir einmal im Kreis, aber... Wo sind die Säcke? Geschafft. Der Vorratsraum. So, ein bisschen was geplündert. Aber wie gesagt, haben wir ja auch schon mal alles. Da hinten. Ach so. Erstatte bei Desdemona Bericht. Das machen wir natürlich. Dann können wir jetzt hier wieder abhauen und haben das dann erledigt. Immerhin gehen diese ganzen Railroad-Aufgaben relativ schnell. Man ist hier recht zügig durch. Man kommt also gut voran. Auch wenn ich hier ab und zu mich mal frage, warum muss ich lang, so wie jetzt gerade, aber letzten Endes kriegen wir das alles hin. Müssen wir dann die Synths selber abliefern oder werden die dann überbracht? Ich weiß es nicht. Glory ist keine Ahnung wo. Sie folgt uns ja so direkt nicht. Von daher reisen wir direkt mal zurück. Ich bin mal gespannt, was jetzt noch alles kommen wird. Hat der Trommler wieder eine Aufgabe für uns? Ja. Wir sind alles, was die Synths haben. Ich bete zu Gott, dass das Institut uns nicht findet. Okay, jetzt auch nichts für uns. Der Weg ist frei. H-222 kann gefahrlos weiterziehen. Ich weiß. Durfte mir von Glory gerade einiges über Molden anhören. Die Sicherheit unserer Einsätze ist gelegentliche Missverständnisse mehr als wert. Wie dem auch sei. Amari meldet, dass H-222 es gefahrlos geschafft hat. Wunderbar. Helfe gerne. Es war schön, H2 noch einmal helfen zu können. Sieht aus, als hätte er einen Schutzengel. Fürs Erste ist die Krise vorüber. Nimm das hier. Das hast du dir verdient. Danke. Erinnerung unterbrochen. Deacons Quote ist die beste. Von ihm könntest du viel lernen. Ja, oder er von mir? Desdemona. Dir und Glory wurde also derselbe Einsatz zugewiesen. Tja, die Bereichseinteilung von Informationen hat ihren Preis. Noch eine Stunde, meine Schicht zu Ende. Trommler. Achte darauf, dass dir hier niemand folgt. Dann sind nämlich auch wir dran. Ja, ja, ja. So. Den müssen wir nicht anlabern. Ach, die sind natürlich wieder alle am Schlafen. Brauchst du irgendwas? Die kuscheln zusammen. Hanne. Schau mir das Angebot mal an. So, ich möchte von dir vielleicht das noch und das noch.
Dafür kriegst du von mir eine Rohrzange und ein paar Knarren. Und das noch. Immer noch nicht genug. Ach komm, gebe ich dir die paar Kröten. Carrington. Hey Doc, bist du verletzt? Boah, steht er auf einmal auf wie aus dem Nichts. Glorious noch durch einen Metalldetektor schaffen. Kein Interesse. Jetzt gerade nicht. Gut. Ich glaube, wir haben ja alles fertig, ne? Kommst du aus einem dieser Walls? Wenn ein Plünderer hast du zu viel Zeit. Deacon. Geh davon aus, dass du da oben beobachtet wirst. Immer. Pam. Verarbeite. Zur Maximierung der definierten Ziele werden zusätzliche Vorräte benötigt. Sie müssen ein weiteres DIA-Versteck finden. Werde es bergen. Ich kann es bergen. Der Standort des Verstecks wird an Ihren Pip-Boy übertragen. Unterhaltung beendet. Okay. Jackpot im Medford Memorial Hospital. Also haben wir doch nochmal einen Auftrag bekommen. Dann reisen wir mal dahin. Medford Memorial Hospital. Hab ich schon gewundert. Dann wären wir nämlich da mit denen schon fertig gewesen, aber ganz so schnell dann doch nicht. Wie gesagt, diese Mila-Sache ist ja so ein langanhaltendes Ding, das machen wir nicht. Guck mal, wen wir da haben. Ich will dich nicht nervös machen, aber ich glaube, ich erwische. Da schießt noch jemand von hinten. Mal versuchen. Das klappt ja auch irgendwie. Ich hätte gedacht, der Fremde taucht vielleicht mal auf. Ja, wir werden immer weiter kämpfen. Immer werden wir weiterkämpfen, mein Freund. Wo ist denn da jetzt hin? Wir standen da unten. Da ist ein Teil von dem. Ah, Sturmgewehr. Nachladen muss ich nicht. Dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Hier sind natürlich weitere Supermutanten drinne. Es kann ja nicht endlos viele Verstecke geben. Das muss ja auch irgendwann ein Ende haben. Jemand da? Wir werden fast entkommen. Wäre praktisch, wenn wir den ausschalten würden. Oben. Müssen wir nur eins höher. Du dich nur verstecken, kleiner Mistfink. Das kommt. Ich verstecke mich nicht. Jetzt reicht's aber mal hier. Nervige Kerle hier. Da haben die so ein blödes Impro-Gewehr. Was wir noch nicht einmal bräuchten. Nee, auch kein Zeitalter der Supermutanten. Hier ist das Versteck, automatische Laserpistole. Das nehmen wir natürlich alles gerne mit.
Ah, das noch. Ich liebe diese Geräte. Und die sind einiges wert. So, jetzt müssen wir nur noch wieder raus. Ein bisschen erschrocken. So, das hier nochmal eben plündern, einfach nur aus Prinzip. So, und jetzt hauen wir hier aber ab. Nur nochmal kurz drüber looten. Hey, verschwunden! Nicht fair! Hier geht's raus und dann runter. So, und jetzt raus hier. Erstmal kurz heilen und dann raus. Gut, dann hätten wir das auch erledigt. Dann können wir direkt wieder mit Pam reden. Dieser Auftrag wäre dann auch schnell und einfach erledigt gewesen. Nur immer dieses Hin und Her, das ist immer mit den ganzen Ladebildschirmen und so, das nervt ein bisschen. Aber es funktioniert. Das ist die Hauptsache. Reisen wir zurück nach Pam. Und mal gucken, was sie dann sagen wird, ob wir dann nochmal einen Folgeauftrag kriegen oder nicht. Unterschlupf Randolph hat einen weiteren toten Briefkasten für dich. Okay. Unterschlupf Randolph 2. Pam? Rekalibriere mit neuem Datensatz. Hallo, Pam? Ich habe mich um das DIA-Versteck gekümmert, Pam. Belohnung erteilt. Jackpot Medford Memorial Hospital. Alle Prozesse sind aktiv. Gut, da können wir keinen Auftrag mehr. Vorerst gehen wir mal direkt schauen, was wir machen müssen. Unterschlupf geht zum toten Briefkasten. Der da wäre dort. Zum Haushaltselektronikladen sollen wir. Also bald ist sowieso alles auf der Karte tot hier in dieser Aufnahmesession, wo wir jetzt schon überall waren und alles wieder abgeballert haben. Muss ja fast schon wieder alles auf der Karte tot sein. Ist ja immer noch alles ein und dieselbe Aufnahmesession. Und wir haben doch sehr, sehr vieles getötet wieder. Muss man ja schon mal sagen. Da ist der Briefkasten. Es ist irgendwie zu still hier. Erledige alle Feinde. Wie war das jetzt? Wie hieß das? Randolph. Unterschlupf Randolph irgendwie, ne? Unterschlupf Randolph 2. Da. Unterschlupf Randolph 4. Danke, Hauptquartier. Stehen nicht mehr unter direkter Beobachtung. Bestätigen Quarantäne, aber erbitten diese bald aufzuheben. Okay? Paket 1 ist bereit für den Transport aus dem Commonwealth. Aber es gibt auf dem Weg ein Problem. Wenn unser Schutzengel den Ort säubert, können wir mit der Lieferung fortfahren. Bis das Witz endet. Okay. Jemand da? Kleine Augenbots, die im Weg waren. Nichts mehr. Kurz beseitigt. Hilft bei der Verteidigung von Nordhagen Beach. Das Jet würde dich nervös machen. Machen wir nicht. Und wir müssen jetzt... Ach, das ist hier Nordhagen Beach. Ah, komm. Wir müssen jetzt eh eine Schnellreise machen, dann reisen wir kurz dahin, machen die Platz und dann weiter zum Auftrag. Zieht sich ja doch alles ein bisschen. Mit der Railroad. Da ging es mit der Bruderschaft schneller. Ich will dich nicht nervös machen. Oh nein! Cool, dass er so in Deckung rumgelaufen ist, aber hat ihm nicht viel gebracht.
Das können wir noch mitnehmen. So. Wäre geschafft, dann können wir direkt weiter. Parkview Apartments. Da müssen wir hin, um die Pakete abzuholen. Okay, das machen wir. Aber wenn ich so am Timer gucke, machen wir das nicht mehr in dieser Folge, sondern erst in der nächsten Folge. Danach werde ich mal eine kleine Aufnahmepause einlegen. Ich meine, jetzt waren es 6 Folgen. Gar nicht wahr, das sind dann jetzt 4, 5, 6, 7, 8 Folgen. Gut, 8 Folgen kann man mal machen. Aber erstmal kurz hier uns die Lage sichern. Dass wir hier auch stehen bleiben können, ohne direkt ermordet zu werden. Wir sollen da oben rein. Na, hat nicht ganz so funktioniert, verdammt. Das war zu viel des Guten. Das können wir nochmal mitnehmen, den Rest brauchen wir nicht. Mal sehen, wie viele Kopfschüsse du einspringst. Da ist gerade einfach mal ein Supermutant vom Dach gefallen. Auf jeden Fall interessant. Ich guck mal eben nach. Schädel-Gesichtsplatte. Das muss ich unbedingt in meiner Sammlung haben. Hallo, Ticket. Danke. So, wir müssen dann hier rein als nächstes. Das machen wir erst in der nächsten Folge von Fallout 4. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder und bis dahin. Tschüss.